Was geht ab, YouTube? Wir sind heute hier zu Gast bei Delarue TV. Ich bin heute hier zu Gast bei Miss Delarue TV. Und ich werde heute als Gast mit meiner Frau Erkenne den gucken von Naim Sky. Ich küsse eure Herzen. Heute in der Folge geht es um Erkenne den Multimillionär. Ich weiß gar nicht, warum ich das Intro auf ihren Kanal machen darf. Kein Problem, wie beim vorletzten Video. Man hat mein Auto einfach schon wieder gesehen. Heftig. Und ich bin so ein Idiot, das Autovideo ist immer noch nicht online. Und wir haben die Intros jetzt immer alle mit dem Auto gedreht. Deswegen muss ich das Intro nochmal neu drehen. Aber Freunde, wir haben heute ein sehr, sehr krasses Thema. Wir hatten jetzt schon Erkenne den Millionär. Wir hatten Erkenne den Millionär V2. Aber Freunde, heute haben wir Erkenne den Multimillionär. Das heißt, ich hoffe, dass diesmal nicht wieder mit, ich habe Immobilien, ich habe den, ich habe das. Mehrere Millionen. Extrem spannend. Was machen die da drin? Da ist Sauna. Ah, Wallah, mir schwindelig. Wollten Sie auch noch? Wallah, mir G-Head und Bilal. Ach du Scheiße. Folge mit dabei sein, oder was? Ey, Bruder. Geht das gut? Aleikum salam. Freunde, bleibt ganz... Der wollte gerade Milch von seinem Brust trinken. Geht das gut? Aleikum salam. Der gibt ihn einfach Kuss auf Nippel. Leute geben sich Backenkuss, der küsst seinen Nippel, der gedagiert. Einfach heimlich reingeslickt. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen. Wir haben heute das Thema, wir hatten ja schon zweimal Millionär da. Diesmal haben wir keinen Millionär da, sondern einen Multimillionär. Das bedeutet? Mehrere Millionen. Eight figures. Wow, das wird krass. Guck mal, unsere Aufgabe ist es heute, 5 Leute behaupten, dass sie Multimillionär sind, aber nur einer ist halt wirklich Multimillionär. So, und wir müssen herausfinden, wer wirklich Multimillionär ist und wer lügt. Und dann kicken wir alle Lügner raus. Und wenn wir dann einen richtigen erraten, der kriegt dann 100 Euro. Die anderen... Rein, bitte! Keine Frau ist dabei, sonst gab es immer Frauen. Das sagt dir so erster Eindruck. So keine Frau dabei, sonst gibt es immer Frauen. Meine Frau denkt sich, Ale, warum bist du nicht in dieser Folge gegangen? Was? Das war die Folge, wo ich nicht gegangen bin. Nein. Doch. Er hat, also Chat, bevor er mir jetzt nochmal geschrieben hat, dass ich kommen soll vor 2 Tagen, hat er mir einmal vor 2 oder 3 Wochen geschrieben, komm, und ich bin nicht gegangen. Und das war die Folge. Eindruck. Worauf würdet ihr tippen? Das ist so schwer, ne? Ich würde auf Ritan tippen. Da vorne rechts kommen wir ein bisschen bekannt vor. Macht TikTok, ne? So vom ersten Eindruck würde ich sagen, hinten links sieht für mich aus wie so, weißt du, steht so selbstbewusst da. Mein Gefühl sagt mir in der Mitte. Nein, der ist extra nur da, damit wir das denken. Ja, ne? Also habe ich das Gefühl. Was ich noch richtig vergessen habe zu erwähnen vorhin, ne? Freunde, bevor es wieder losgeht, check die erstmal alle. Habe ich voll vergessen zu erwähnen. Alles von denen auch in der Beschreibung drin, ne? Jamal. Like, guy. Bitte Likes. Alright, also würde ich sagen, wir schnacken gar nicht groß rum, denn soll der erste vorne rechts am Anfang mit seiner Story, würde ich sagen. Alter, er sieht aus wie der typische Golfspieler, ich gehe. 100% mit Lacoste und Hemden. Aber guck mal, keine Uhr, kein gar nichts. Dieser Ring von Kaugummiautomat kommt gar nicht. Ich bin Rito, 20 Jahre alt und ich habe den Jackpot im Lotto. Ja. Niemals, ja. Wenn ich Multimillionärin wäre, gell? Ja. Ich würde auch keine Rolli tragen. Du würdest keinen Rolli tragen? Nein. Ich würde 12 Uhren an jeder Arm tragen. Ich gar nicht. Ich würde Uhr an meinem Fußschenkel tragen, wenn ich Multimillionär wäre. Was denkst du? An meinem Fußgelenk steht Rolex. Natürlich. Zähne. Natürlich. Alles, Cousin. Weil ich hätte an meinem Fußgelenk einen Rolli. Ich bin Multimillionär. Was denkst du denn? Man muss auch mit Fuß lesen können. Ach du Scheiße, die Binti ist wach. Okay, ich kann sagen. Okay. Soll ich schon mal weitermachen? Nee, warte. Ich kann doch nicht 15 Minuten warten. Ich mach schon mal weiter. Dann weiß ich doch gar nicht, was für Storys. Ja, du musst doch einfach an mir vertrauen, meine Intuition. Ich mach's schon. Ich vergessen in der Beschreibung, würde ich sagen. Meine Eltern haben den Jackpot im Lotto geknackt. Okay, Jackpot im Lotto, genau. Also, ich kann's dir mal erklären. Meine Eltern haben den Lotto gewonnen. Vor 10 Jahren. Ich hab diese Anzeige wegmachen. Ja. Meinen Anteil bekommen und so bin ich Millionär geworden. Du machst auch TikTok, ne? Genau, ich bin auch auf TikTok tätig. Weil dein Gesicht kommt mir so bekannt vor. Ja, genau, ich glaube, hier in der Jury kennen wir, ich glaube, alle. Ja, okay, spannend. Der hat das aber sehr selbstbewusst gesagt. Ich meine, Janne, vom Äußerlichen würde ich sagen, das würde zu dem passen. Voila, Bruder, der ist Playboy. Wäre ich Frau, ich hätte meine Seele verkauft direkt. Okay, dann soll mal der Nächste in der Mitte bitte weitermachen. Ja, nein, das ist so viel Blenderei, Digga. Und der, weißt du, warum ich bei ihm nicht glaube? Was hat er für eine Haarfarbe? Grau. Grau? So. Weißt du warum? Dieser Bart hier, gell? Das erinnert mich an diese Kneipenbart, wenn du zu viel alkst, zu viel Bier trinkst. Weißt du, danach wird hier so gelb, weißt du? Weißt du, was ich finde?
Kennst du, Chat, kennt ihr das? Weil wenn Leute so viel rauchen und Bier trinken, dann ihre Fingerkuppen werden einfach gelb und ihr und Bart... Ja, diese 14 Jahre Kneipe. Da, so, hier, Jani, so sieht es. Ich weiß nicht. Wie, ja. Wie so ein Automobilverkäufer. Ja, dieser Hemd und so passt auch nicht. Ich weiß nicht, mal gucken. Mal gucken, was seine Story ist. Ja, hi. Mein Name ist Thomas Fernekohl, ich bin 55 Jahre alt, tatsächlich ein kleines bisschen älter. Und meine Millionen habe ich mit 2 bis ungefähr 3 Firmen gemacht, die ich irgendwann mal verkauft habe. Was für Firmen? Das sind Personaldienstleistungsfirmen gewesen und auch Zeitarbeitsfirmen, beides. Und die sind jetzt verkauft? Ja, naja, nicht jetzt, sondern schon vor längerer Zeit. Warum hast du verkauft? Boah, hört todesseriös an. Weil es Zeit war. Einfach nur, weil es Zeit war. Es war dann irgendwann mal ein Angebot da. Wir haben Flughäfen bedient und auch das Bohrgeschäft auch. Also onshore nach Öl, Gas und Wasser gebohrt. Und boah, der hört sich todesseriös an. Ich komme in einer Sekunde wieder. Ja, was los? Ist nicht wegen ihr, ich komme wieder. Die Zeit. Guck mal, das wollte ich euch sagen. Guck mal, keine Uhr, okay? Und guck mal sein Gürtel. Seht ihr das? An alle Jungs. Wallah, diese Pennergürtel. Das ist einfach diese Beule. Yani, der hat diese Gürtel nicht mal zugemacht. Entweder sie Wichser, Digga. Ihr Wichser. Black Forest Studio, Dankeschön für 10 Monate, mein Schatz. Guck mal, der hat diese Gürtel nicht mal zugemacht, Redis. Der hat diese Gürtel nicht mal zugemacht. Also richtig. Kennt, die Jungs kennen das. Geöffnet, Loading ein bisschen, Sperrgepäckschalter, das haben wir alles gemacht. Also da waren auf den Flughäfen, waren sehr viele, in den Berliner Flughäfen wohlbemerkt. Das Ding ist, als... Oder ist einfach nur bodenständig. Das ist eine gute Argumentation. Millionär, man verkauft nichts. Man hat keine Gründe zu verkaufen. Da war ich nur Umsatzmillionär bis dahin. 10. Und dann bist du Millionär geworden, dadurch, dass du es verkauft hast. Naja, darum geht's ja hier. Ne? Also ich habe 10 Millionen Umsatz gemacht mit 300 Festangestellten. Ja, da warst du doch Millionär, oder nicht? Ja, da war ich da war ich dann auch schon, ja. Aber das war ja Umsatzmillionär mehr und jetzt ist es halt... Also ich kenn's so von Freunden etc., wenn irgendwas läuft, die würden es niemals verkaufen, egal wie viel die dafür bekommen. Weil am Ende des Tages ist das ja nur ein kurzfristiger wirtschaftlicher Erfolg. Und wir streben uns alle, vor allem ein Millionär, nach weiterem Erfolg. Weißt du, wie ich meine? Also das heißt... Bilal hat das schlau gesagt. Bilal hat das schlau gesagt, weil das ist immer so. Es ist immer so. Passt direkt zu heute. Was denkt ihr, Facebook? Sind die nicht reich, Adredis? Ist Facebook nicht reich? Denken sich, ich kann ja nicht, wir können Ruhestand gehen, die kaufen Instagram, die kaufen WhatsApp. Die wollen, Bruder. Die wollen auf langfristig. Wir müssen in 700 Jahren noch reich sein, dass die Kinder von unseren Kindern, deren Kinder irgendwann auch reich sind, des Todes. Kurzfristig ja, passen. Das ist ein bisschen ein überzogenes Beispiel, aber das System ist schon richtig. Punkt. Guter Punkt. Da kann ich dir aber ganz locker darauf antworten. Sehr da bist du im völligen Irrglaube. Weil nämlich, du hast dann zwar eine Umsatzmillion, du hast aber auch eine Mega-Farm. Und noch eine Sache, die mich stört. Ich schwör auf meine Mutter, der hat Zähne wie ich. Wala, Pennerzähne. Wala, das sind Alkoholikerzähne, Raucherzähne, Ottrundenzähne. Verantwortung. Niemals, wenn ich Multimillionär wäre, Dreis, gell? Kennt ihr diese Zahnpasta-Lächeln? Von Nader Jindawi, diese Zähne, diese Attrappen, gell, die 35.000 Euro kosten. Ich hoffe, meine Mutter, ich hätte die mir direkt gemacht. Walla, ich wäre der Erste davon. Und was da am Ende überbleibt, sind vielleicht 120.000, 130.000 Euro für dich so im Jahr. Mhm. Aber letztendlich trägst das ganze Risiko trotzdem, es GmbHs sind. Und trotzdem ich auch andere Geschäftsführer hatte. Aber das Geld hast du. Und jetzt machst du nichts. Ja doch, jetzt bin ich Privatier und mache eigentlich das, wo ich Lust zu habe. Ich lege auch Fußböden, wenn ich Bock drauf habe. Du lachst verdächtig. Also ich liebe Understatement sowieso. Das habe ich auch seinerzeit immer schon gemacht. Ich habe einen M6 gehabt und das lief rum wie so ein Lodderlump. Einer von 100 übrigens, 49. Und das Ding ist, mach jetzt den halt, wo ich Bock drauf habe. Er sagt das aber so locker, als würde es sie nicht jucken, weißt ja. du? Ein Freund von mir baut mehrere Hallen und für den lege ich Fußböden, weil ich da Lust zu habe. Ansonsten okay. Tauche ich halt, baue noch einen Schein, dann bin ich Tauchlehrer-Assi. Und jetzt aber ein Pro-Punkt für ihn, das fällt mir meistens auf. Alle anderen sind jung und er ist der einzigste Ältere. Das ist ein krasser Punkt, weil letztes Mal bei dem Drogenabhängigen bin ich so aufs Ergebnis gekommen. Also, er ist schon sehr souverän, im Gegensatz zu dem anderen. Und sowas. Okay, wenn ich jetzt so überlegen würde, okay, wenn du jetzt Millionär wärst, warum bist du hier in der Folge? Und liegst nicht irgendwo am Strand oder liegst vielleicht zu Hause und liest eine Zeitung? Aus dem gleichen Grund, weil ich Bock drauf habe. Du bist so ein Social-Media-Typ, ne? Internetmensch. Das ist tatsächlich also der einzige Grund. Das ist extrem schwer, Bruder. Ich sag mal so, du hast auch deine... Firma, ne? Du hast jetzt diese Firma, ne? Und jetzt kommt irgendjemand und bietet dir 2 Millionen Euro an. Würdest du die verkaufen, während du gerade dabei bist, es aufzubauen? Nein. Checkst du, wie ich meine? Der kleine Tipp dabei, es waren die Berliner Flughäfen. Aber der sagt das so, als würdest du nicht jucken, wenn es eine Lügenstory wäre. Ich weiß nicht.
wüsste auch nicht, ob man in der Lügenstory sagen würde, dass man hier einfach Fußboden legt, ja, so, weißt wenn du? Wenn wir jetzt nach dir gehen, hat er schon gewonnen. Ja, lass erst, ich würde sagen, wir hören erstmal anderen, okay? Mal hören. Hören wir die anderen erstmal. Schwierig, Digga. Aber. Guck mal, diese Jacke, Dreddys. Wale, ihr könnt mir nicht. Digga, das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich schwör auf meine Mutter, Digga. Das ist bestimmt ein korrekter Typ so, ja? Aber Wala, das ist hart, Bruder. Wala, das ist hart. Der hat ganz vor kurzem hat er eine Trennung hinter sich. 100%. Eine Trennung zwischen seinen Halshaaren und seinen Brusthaaren. Wala, die waren safe zusammen, Cousin. Ich sehe hier schon, die waren safe. Niemals, Bruder, ja. Niemals. Ich küsse sein Herz, Bruder. Diese Jacke, niemals, Cousin. Niemals. Guck mal, seine Story ist. Ich bin der Jan, ich bin 26 Jahre alt. Wie heißt der Bruder? Ich bin der Jan, ich bin 26. Jan. 20 Jahre alt. Ja, wie heißt der Bruder, sorry? Jan, ich bin Code und heiße Jan, ja. Ah, du bist denn? Ist das jetzt ausgedacht, oder? Nein, ich bin wirklich Jan. Du heißt doch nicht Jan. Doch, ich habe eine kleine Background-Story. Normalerweise auf Kurdisch heiße ich Durhan. Wir lachen jetzt nicht über deinen Namen, aber... Ja, aber ich so. Kann das verstehen. Weißt du? Mein Cousin ist Günther. Bruder, Walla, mein Cousin ist Günther. Du siehst aus wie sechs... Walla, ist das normal? Bruder, ich kenne so viele Kurden, aber keiner heißt Günther. Das ist hart, Bruder. Ich meine jetzt, ja, normalerweise. Nein, aber ja. Ich habe zum Beispiel einen Cousin, der heißt Günther. Oder Günther ist schon hart. Günther ist schon hart. Günther ist schon hart. Der kurdische Günther. Ich betreibe mittlerweile mehrere Kioskfilialen in einer Franchise-Kette. Welcher? Von Service Store DB. Im Norden habe ich insgesamt 6 und dann haben wir noch... Boah, Digga, der hat mich gefickt. Hätte irgendwas anderes erzählt, dann wäre das unglaubwürdig. Aber Kiosk, Digga, und Kiosk wirft übertrieben viel Geld ab, Chat. Weil er mit einem Kiosk kannst du locker jeden Monat fünfstellig verdienen. Locker. Wenn du einen Kiosk in der Nähe von Schulen hast oder in der Nähe von einem Bahnhof oder sonst was oder gerade in einem Bahnhof, du verdienst dich dumm und dämlich, Bruder. Du verdienst dich dumm und dämlich. Das war in Köln. Wo denn im Norden? Also im Norden habe ich insgesamt zuerst Delmhaus in Bremerhaven übernommen. Das war vor 5 Jahren, wo ich 21 wurde. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 26, werde dieses Jahr 27. Wie viele Kiosk hast du jetzt insgesamt? Insgesamt sind es jetzt 8 Stück. 8 Stück? Ja, genau. Es ist immer so, dass wenn du einen Kiosk von Service Store DB übernimmst, dass du einen weiteren verknüpft hast. Mir gehört Delmhorst und Bremerhaven als Beispiel. Das habe ich zuerst übernommen. Ich habe neue Produkte reingebracht. Brati unter anderem auch. Aber davor hatte ich das halt komplett umstrukturiert. Weil davor, ihr müsst euch vorstellen, bei dieser Franchise-Kette, das gehört ja im Franchise-Unternehmer. Es ist dann halt so, dass du quasi selbstständig bist. Aber im Franchise-Unternehmen ist es ja so, dass da mal ein Manager zum Beispiel dabei ist, wie bei mir in dem Falle, der dann halt einmal sagt, ey, das und das muss sein. Ich habe zum Beispiel Pflicht, ich muss bei einem Großhändler kaufen und da gibt es keinen anderen Großhändler. Aber Bruder, wenn du Multimillionär bist, ist halt ja so, du kannst dir selber deinen Namen kaufen. Deinen eigenen Namen kannst du ja machen. Kann man. Promoten, was bringt mir das, wenn vermarkten, weil du hast das Geld dafür. Ich komme aus Bremen. In jeder Ecke gibt es einen Kiosk. Was bringt mir das, wenn ich da irgendwo mittendrin einen Kiosk aufbaue? Brauchst du doch gar nicht mehr. Du bist doch eh schon Multimillionär. Nee, warum? Ich habe einen Kiosk in allen Bahnhöfen. Ja, aber wenn du investierst für Werbung? Social Media. Für jeden Service Store, der mir gehört, habe ich eine eigene Instagram-Seite und ich mache Werbung drauf. Natürlich. Ich kann nicht verstehen, dass ein Multimillionär selber irgendwie bei einem Franchise-Unternehmen deren Namen kauft. Nicht? Der Vorbesitzer, der davor die Läden hatten, der hatte doch auch genau dasselbe Prinzip. Es ist immer so, du musst dich hocharbeiten. Aber egal, ob Franchise hin oder her, ich glaube nicht, dass man durch 8 Kioske ja, das ist Multimillionär das. Du musst ausrechnen. Es kommt darauf an, was sie da drinnen verkaufen. Ja, nee, aber. Sagen wir mal, jeder Kiosk macht 10.000 im Monat. Was gut ist, Bruder. Was sehr, sehr, sehr gut ist. Also 10.000 Reingewinn, Mitarbeiterkosten abgezogen, Einkäufer abgezogen, Miete abgezogen, alles abgezogen. Und 10.000 ist sehr, sehr korrekt gegeben. Dann sind es 80.000 im Monat. Davon gehen safe 40 ans Finanzamt. Bruder, 40 Finanzamt. Dann hast du im Jahr 400.000. Du, und er ist erst 26. Das ist sehr, sehr, sehr knapp, Bruder. Das muss sehr, sehr, sehr knapp geben. Sehr, sehr, sehr knapp. Ist eigentlich schon sehr unrealistisch. Wenn es jetzt suche den Millionär, dann könnte das schon hinhauen. Du hast ja auch Ausgaben. Du kaufst dir eine Wohnung, du kaufst dir ein Auto, du kannst dir, du hast ja noch Ausgaben auch, die dazukommen. Und eine Wohnung kaufst du dir ja nicht für 100.000 Euro. Eine Wohnung kostet schon was. Also das ist schon schwierig, Bruder. Also im Gegensatz zu dem alten Mann, würde seine Story schon schwächer werden. Es ist schon schwer. Wenn ihr Geld habt, was macht ihr mit dem Geld? Wisst ihr aber weiter? Mit 8 Kiosk, Aber mit 8 Kiosk, ich kenne so viele Kiosk. Was mit Jihad los? Ja, aber durch Kiosk.
Was ist denn mit Carsten wenn los? Wenn ihr Geld habt, was macht ihr mit dem Geld? Wisst ihr aber weiter? Mit 8 Kiosk, ich kenne so viele Kiosk. Ich sage so, ihr müsst vergleichen. Ihr könnt nicht ein Kiosk, was auf der Straße ist, mit einem Kiosk vergleichen, was im Bahnhof ist. Service Store DB ist ein Franchise-Unternehmen. Am Bahnhof machst du vielleicht so 10.000 Umsatz am Tag. Dadurch wirst du nicht zum Multimillionär. Wenn du 10.000 am Tag? Nein, ich küsse dein Auge, Bruder. Du verkaufst Brezeln, mein Bruder, und keinen Laptops, Alter. 10.000 am Tag ist hardcore, mein Bruder. Bruder, nein, Chat, 10.000 am Tag macht doch kein Kiosk, Bruder. Nein, Digga, das wären 300.000 Euro im Monat, Bruder, das ist doch nicht YouTube, mein Bruder. Bruder, ich bitte euch, Bruder, das ist doch nicht Lufthansa, Cousin, das ist ein Kiosk, Bruder, ich küsse dein Auge, du verkaufst Brezeln oder Red Bull, du kaufst ein Red Bull für 80 Cent und verkaufst für 2 Euro, machst 1,20 Gewinn. Selbst wenn du 100 Red Bull am Tag verkaufst, machst du nur 100 Euro, Bruder. Nee, Bruder, chill mal, Digga. Chill mal, Digga. Du machst doch nicht 10.000 Euro am Tag mit einem Kiosk, Bruder. Du hast gerade gesagt, ein Kiosk macht 10.000 am Tag. Guck mal, der bestätigt das nochmal. Nee. Der labert scheiße. Das ist unmöglich. Ja. Was ist das im Monat, wenn er 7 Tage die Woche aufhat? Wir reden von Multimillionen. Ja, 10.000? Warte, du bist privat? Nein, das ist zu viel. Alter, Multimillionen. Melonenkaugummis muss man verkaufen für 10.000. Ja, das ist zu viel. Bilal hat recht. Das ist zu viel. Du kannst als Kioskbesitzer nicht 10.000 am Tag machen. So im Monat kannst du, das kommt hin. Das geht. Aber 10.000 am Tag, Bruder? Am Tag 10.000? Jetzt abgesehen, ob ihr wisst, wer es ist oder nicht, beantwortet mir diese Frage mit einem Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Denkt ihr, ein Kiosk kann 10.000 am Tag machen, Bruder? Am Tag? Bruder, das geht gar nicht. Cousin, wie viel Cola-Dosen muss er denn verkaufen, Bruder? Das geht gar nicht, Bruder. Das geht gar nicht. Du hast ja auch Kosten so. Keine Ahnung, das funktioniert doch gar nicht, Bruder. Geht doch gar nicht. Das geht gar nicht, Bruder. Warte mal, weißt du wie? Mach mal diesen Reißverschluss zu. Reißverschluss? Die Weste kenne ich von der Türkei, oder? Ja, jetzt haben wir mal, Bruder. Mein Cousin verkauft die auch. Manchmal hängt. Siehst du, hängt. Ich hab auch manchmal diese Probleme. Der lacht schon, Bruder. Das ist bei mir, die hängen auch, Bruder. Deswegen. Das ist der nicht. Meinst du, dass die fake ist? Lass fake sein. Muss der Multimillionär jetzt originale Sachen kaufen? Ah, boah. Nein, du hast recht. Aber du bist ja jetzt gerade in einem Format, ne, wo es um einen Multimillionär geht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann versuchst du ja im Äußerlichen auch so zu wirken, dass du einer bist. Weißt du, wie ich meine? Wallah, ich trage auch gefälschte Sachen. Ich hoffe, dafür trage ich andere Sachen, die Wallah, ich so. Als Multimillionär gefälschte Sachen? Multimillionär? Ja, das ja. Weiß ich nicht, Digga. Also guck mal. Ich bin eh ein ganz großer Fan davon, wenn man bescheiden lebt. Okay? Ich bin wirklich ein übertriebener Fan davon. So, Jani. Ich rap schon seit 8000 Jahren, Bruder. Ich habe immer noch keinen Führerschein. Ich habe kein Auto. Ich trage keine Uhr. Bescheidenheit ist cool, so. Aber ja, wenn ich Multimillionär wäre, Dreddys. Jeder Arm von mir hätte 6 Uhren. Jedes Bein von mir hätte 3 Uhren. Fußgelenk hätte Uhr. Alles hätte. Bruder, mein Schwanz hätte ein Auto. Alles, Cousin. Ich weiß nicht. Und er hat auch gerade gelacht. Also den schließe ich komplett aus. Das Ding. Hat Mark Zuckerberg auch die reichsten Sachen an? Ja, geh mal. Hat Mark Zuckerberg auch die reichsten Sachen an? Gar Cousin, nichts, bitte. Er ist sogar Multimilliardär. Weil es dir nicht juckt. Okay, ich würde sagen, lass erstmal weitermachen, ne? Cousin, bitte. Miki? Bist du's? Herr Hort? Hort? Sind Sie's? Ich heiße Alan, ich bin 24 Jahre alt und ich hatte mehr oder weniger das Glück, durch ein Erbe von Immobilien ein Franchise-Unternehmen zu eröffnen, bis hin zu 2 Clubs. Wo sind die Clubs? In Wildeshausen bei Oldenburg und in Bremen. Wie heißen die? 2-Raum-Club in Bremen und 5 Elements in Wildeshausen. Dadurch bist du jetzt Multimillionär? Ja, also soll ich die ganze Story erzählen? Ja, erzähl mal. Also es hat angefangen, als ich 16 war, vor 8 Jahren. Da habe ich aus der Nachbarschaft bei uns im Dorf bei Oldenburg habe ich einen älteren Mann kennengelernt, einen älteren Opa, der keine Kinder hatte. Für den habe ich mal so Gartenarbeiten gemacht, war mit ihm einkaufen, habe ihn zu Arztterminen gefahren und nach 4... Ey, das ist wie die Story von meinem Vater, Digga. Jahren, während ich meine Ausbildung gemacht habe, konnte ich sein Vertrauen so stark gewinnen, dass er mir nach 4 Jahren das Erbe, also ein Einfamilienhaus mit Grundstück und ein Mehrfamilienhaus, auf mich überschreiben lassen hat im Testament. Als es dann soweit war und diese Immobilien mir gehörten, mit Ende 20 circa, habe ich die verkauft, also im Wert insgesamt von 1,6 Millionen Euro und habe von diesen 1,6 Millionen Euro bei einer Zwangsversteigerung auch bei uns im Dorf 6 Blocks gekauft für 1,1 Millionen Euro, je 8 Wohneinheiten. Das sind dann 48 Wohnungen. Für 1,1 Millionen. Ja, Zwangsversteigerung. Baujahr. Das sind dann 48 Wohnungen.
Ich schwöre auf alles, das kann nur gelogen sein. Willst du mich ficken? Willst du mich verarschen? Habt ihr gerade hingehört? Stopp. Was? 48 Wohnungen für 1 Million? Schwurf Koran, vielleicht in Los Santos. Wenn du willst, komm. 48, vielleicht in Los Santos, mein Bruder, in GTA 5, Cousin, aber in Deutschland 48 Wohnungen für 1 Million? Cousin, ich küsse, wenn du 2 bekommst, bist du der glücklichste Mensch der Welt. Der erzählt, dass er 48 Wohnungen für 1 Million bekommen hat. Ja. Niemals, Bruder. Nicht mal in Uganda kriegst du 48 Wohnungen für 1 Million. Walla, Bruder. 48 Wohnungen für 1 Million. Er sagt Zwangsversteigerung und so. Schwuff, Koran, niemals. Walla, niemals. Das geht gar nicht. Okay, warte. Nein, das geht gar nicht, Digga. Nein. Das funktioniert nicht. 20.000 pro Wohnung. Nein, das geht nicht, das geht. Das kriegst du einen Opel Corsa dafür für 20.000, Digga. Niemals, Digga. Niemals, Digga. Gekauft für 1,1 Millionen Euro. Je 8 Wohneinheiten. Das sind dann 48 Wohnungen. Für 1,1 Millionen. Ja, Zwangsversteigerung. Alle anderen waren unwichtig. Der alte Mann war gut, der war sehr, sehr, sehr stark. Was hat der gesagt? Der hat so Bohrunternehmen gehabt und der hat Flughafen beliefert. Mhm. Und der hat es dann verkauft für über 10 Millionen und so. Der war schon sehr realistisch im Gegensatz zu den anderen. Baujahr 43. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich 32 Wohnungen davon, also 4 von den 6 Blocks renovieren lassen im Wert von 400.000 Euro. Digga. Und jetzt mache ich mit einer Kaltmiete von 800 Euro bei 32 Wohnungen. Guck mal, das funktioniert gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn eine Wohnung im Monat 800 Euro Miete einbringt, okay, kalt. Kalt wohlgemerkt. Es könnten theoretisch knapp 1.000 Euro warm sein. Okay, das heißt, du hast 48.000 Euro jeden Monat, die reinkommen können, theoretisch, wenn du 48 Wohnungen vermietest. Das kann niemals 1,1 Millionen gekostet haben. Das funktioniert gar nicht, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das hat sich auch alles sehr so ausgerechnet. Das geht gar nicht, das ist Verarschung. Bei Wohnungen ist meistens so der Wert, wenn du eine Wohnung verkaufst, was bringt die in 10 Jahren? Weißt du guckst immer, was dir eine Wohnung in 10 Jahren bringt. Jetzt hast du 48.000 in einem Monat. Wenn du 48 Wohnungen je 1.000 Euro verkaufst. 48 mal 12, mal 10, 480.000. Mal 12, 550.000 ungefähr. 550.000, sagen wir 530.000 in einem Jahr. Ja. Dann hast du in 2 Jahren dein ganzes Geld raus, was du für diese Wohnung bezahlt hast. Ja. Das ist niemals, das ist unmöglich, das geht gar nicht, Bruder. Das geht gar nicht, Digga. Wohnungen ungefähr 25.000 bis 26.000 Euro pro Monat. Und dann, wie gesagt, für den Club bin ich dann gekommen, auch durch Freunde. Also das sind nicht meine eigenen Clubs, ich bin auch nur Gesellschafter. Ich investiere mit, ich kriege auch einen gewissen Gewinnanteil. Aber ich stehe jetzt nicht drin, dass das... Wie viel Prozent hältst du? Also ich kann dir sagen, wie viel Gewinn... Nein, wie viel Prozent du hältst. Du hast den in die Enge getrieben. Was hast du gesagt? 45. 45 Prozent? Nein, der labert. Warum kam das jetzt nicht aus der Brust geschossen? Nee, ich wollte eigentlich sagen, wie viel Umsatz ich damit gemacht habe. Also in 2 Jahren mit wie 2 Clubs. Du hältst. Ja. 45, jeweils. Ja. Wie alt bist du? 24. Also höchstens 55 Lira bezahlt wurde. Ja. Niemals. Was Bruder. Sagt ihr? Das für jede Frage eine Antwort gehabt. Naja, ich hab gesagt, wie viel Prozent der Hälfte und das muss eigentlich direkt rausgeschossen werden. Nein, ich weiß nicht. Am Hängen, ne? Das Ding ist, für mich ist eine Sache. Aber dass es niemanden so auffällt, Digga, 1,1 für 48 Wohnungen, Digga. Das geht gar nicht. Rashid, ich küsse dein Herz. Wie geht's, Frauenkind? Hamdulillah, mein Bruder Rashid. Dankeschön für 6 Monate. Wichtig, mein Bruder, wichtig. Hallo, alles Gute, mein Bruder. Dankeschön für Jubiläum, 6 Monate. Twitch-Partner. Genießt, Bruder. Er hat schon ganz von seinem ganzen Leben erzählt, wie viele Ausgaben, der hatte Einnahmen und so. Ja, nee, der kennt doch alles, weißt du, ich meine? Warte, ich würde sagen, wir müssen erstmal den letzten hören, oder? Lass uns den letzten erstmal hören. Der letzte wirkt auf jeden Fall schon spannend, so vom Auftreten. Okay, dann würde ich sagen, der letzte sag mal bitte. Also, du sagst, der alte Mann ist bis jetzt fake. Also, ich sag dir ehrlich, bis jetzt, Gerr, Walla, alle Müll außer alte Mann. Walla, alle Müll. So, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Manjit. Das ist der. Das ist 100%. Das ist 100%. Wie geht's? Alles gut? Walla, du bist sympathisch. Und zwar bin ich 18 Jahre alt und ich habe meine Million. 18?
18 Jahre alt, genau. Und ich betreibe E-Commerce, habe mehrere Online-Shops, heißt physische Produkte über Online-Shops verkaufen. Das ist das, was ich seit über 4 Jahren mache. Dropshipping? Teilweise auch Dropshipping. Das sind auch Shops, wo wir Streckengeschäft betreiben. Genau. Was hast du für eine Uhr? Das ist eine Rolex Submariner. Also würde der lügen, der hätte niemals 18 gesagt. Weißt du, ich meine? Mit 18 Multimillionär? Ja, Bruder, ich habe auf seine Schuhe erstmal als allererstes geachtet. Ne? Boah. McQueen's, Abebe. Ja, kann. Aber ich finde auch sein Auftreten, so weißt kann, du? Kann, aber ja, das halt. Der wirkt so Ding, ja? Ja, keine Ahnung. Walla, er wirkt. Hast du den anderen? Du hast ihn gar nicht gesehen. Nee. Der eine, der ist Kurde, ja? Der heißt Jan. Der ist Kurde, oder? Ja, der sagt, ich mach mit meinem Kiosk am Tag 10.000 Euro Umsatz. Mit einem Kiosk am Tag, am Tag. Welchen Kiosk betreibt der? In irgendeinem Bahnhof. Aber er sagt, am Tag macht er 10.000 Euro Umsatz. Das ist zu viel. Guck mal, aber selbst, an einem Bahnhof? Das funktioniert nicht. Guck mal, selbst wenn du 100 Red Bulls verkaufst, gell? Mhm. Das sind nur 100 Euro. Du machst an einem Red Bull, sagen wir mal, 1 Euro Gewinn. Du kaufst für 1 Euro, verkaufst für 2 Euro weiter. Mhm. Sagen wir mal, du machst sogar 1,20 ja, oder 1,30 Gewinn, gell? Du musst, wenn du 1.000 Red Bulls an einem Tag verkaufst, machst du 1.000 Euro. 10.000 Euro am Tag zu machen, das ist zu viel. Ja. Der andere, der sagt 1,1 Millionen, ich habe 48 Wohnungen gekauft. 48 Wohnungen, weißt du, wie viel das ist? Das ist die ganze Straße hier. Das geht nicht. 1,1 Millionen, das ist ein Witz. Das funktioniert nicht. Guck dir mal, wenn du jetzt eine Wohnung kaufst, die kostet 800.000, 600.000, 700.000. Ja, 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 ja. Verstehst du? 48 Wohnungen und der Typ ist, keine Ahnung, 25, 26. Was soll er das gekauft haben? Vor 4 Jahren waren die Preise genauso, vielleicht ein bisschen aber günstiger. Aber bin ich jetzt bei ihm so mit 18 und durch Online-Shops. So aber er trägt eine Uhr, die 30.000, 40.000 Euro kostet und er trägt Schuhe, die 2.000 Euro kosten. Ja, aber das ist schon souverän. Heißt nicht, dass du direkt Multimillionär ja, wir gucken, wir hören mal weiter. Hallo, Dankeschön für 2 Verschenkte. Ich küsse dein Auge, mein Bruder. Wow. Vielen, vielen Dank. Krass. Und der erste Lotto, das glaube ich nicht. Bruder. Aber er war auch sehr selbstbewusst. Muss man auch. Sehr und ach, Bruder, bitte, das Lotto ist ja, ja. Quatsch. Ja, sag dir doch, Bruder, die sind für mich Finale, die zwei. Hören wir erst im Endeffekt, man weiß nie, ne? Das Ding ist Dropshipping, da gibt es auch die ein oder anderen Blender, da, also auf Instagram, ne? Weißt du, was Dropshipping ist? Nee. Ich glaube, das ist so, wenn man Sachen anbietet, die noch nicht hergestellt sind, und wenn die Bestellung reingekommen ist, dass du dann die Sachen, so, ja, nee, so, genau. Quasi handgefertigt und so. Brasilien? Nein, nein, du bist schlau. Es ist Safi. Ab heute Dropshipping ist handgefertigt. Okay, give me a drink. Keine Ahnung, was das ist. Ja, alles gut, Mann. Weitermachen. Genau, also das hat angefangen mit. Verkaufst, genau. Ach du verkaufst so, Sachen, die okay. du nicht besitzt. Also jemand bestellt, aber du hast das Produkt noch gar nicht. Verstehst du? Du hast es aber nicht so erklärt. Und du holst das Produkt erst, wenn es bestellt ist. Genau. So. Ja, das hat sich angehört, wie einer auch mal macht es dann selbst. Und nein, nein, du bestellst es dann erst, wenn deine Bestellung gekommen ist. Weißt 13. Du, private Anbieter, die machen das dann nein, von alles Hand gut. Auf. Ich muss mich kurz rechtfertigen, weil ja, ich okay. denke, dass ich dumm bin. Ah, nee, Brasilien. Ich war damals spielsüchtig, habe sehr viel Playstation gespielt, also Call of Duty. Da habe ich angefangen Dankeschön, zu überlegen, okay, was will ich jetzt weiter in der Zukunft machen? Will ich eine Ausbildung machen oder Angestellte? Das wollte ich einfach nicht. Und da habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Heißt, ich habe mir ein Buch gekauft zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Welchen? Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, genau. Wie fandest du das Buch? Richtig krass. Also ich muss echt sagen, das Buch hat fast eigentlich alles verändert. Also von der Mentalität her, vom Mindset her. Ich habe einfach verstanden, okay, wie erfolgreiche Menschen ticken, wie sie Entscheidungen treffen. Und das Ganze hat angefangen über Halstücher. Heißt, ich bin im Großhandel gegangen, habe mir Halstücher gekauft für 2 Euro, habe die versucht, über eBay und Spock zu verkaufen. Hat leider nicht so funktioniert. Ja, ich habe vielleicht in den ersten 2-3 Wochen 2 Verkäufe gemacht. Das ist jetzt nicht da, wo ich der Millionär geworden bin durch die Halstücher, sondern ich habe viel verschiedene Sachen probiert. Heißt, ich war da motiviert, ich habe einfach ein Ziel gehabt, bin dann auf das Geschäftsmodell E-Commerce gestoßen. Ich denke, das sagt jedem was aus. Genau, das mache ich jetzt schon seit mehr als 4 Jahren. Natürlich auch erfolgreich. Dafür bin ich auch extrem dankbar. Habe da einige Shops, auch große Shops aufgezogen im amerikanischen Bereich, auch im deutschen Bereich, die ich nicht nennen darf, hier live öffentlich, weil ich auch einige NDAs unterschrieben habe, Verschwiegenheitserklärungen. Er hat Bücher gelesen. Alles Bücher lesen nur Leute, die Zeit haben, Bruder, die keine Sorgen haben. Also ich hatte natürlich damals sehr viel Zeit. Ich war in der Schule, 13 Jahre. Und hat ja sonst nichts zu tun, haben ja 8 Stunden Playstation gespielt. Hast du mit deinen Eltern davor gelebt? Natürlich, bis jetzt immer noch. Und die haben gut verdient, so, ne? Also ich sag mal so, wir kommen aus der Mittelschicht. Ich definiere jetzt Reichtum jetzt nicht unbedingt mit Geld, sondern meine Eltern haben mich auch mental unterstützt. Also nicht immer nur das finanzielle, okay, finanzieller Support von jemandem, sondern auch, ich denke mal, das Mentale. Besonders wenn du ein Business startest, dann hast du so manche Hindernisse. Und das ist schon geil, wenn man so Leute hat im Background, die dir sagen, okay, zieh weiter durch, mach das. Hast du ein Auto? Ich hab ein Auto, Was für ein Auto? Ich habe ein Lambo, Aventador S. Wo ist der? Draußen. Ist er hier?
Ja. Aber ich finde den gerade am... Was? Ich hab ein Lambo. Ja, weißt du, was das krass ist? Er sagt, ich stehe jetzt vor der Tür, weißt du? So, ja, nee, wenn er den nicht dabei hätte, dann hätte er gesagt, ich hab ihn zu Hause oder so. Ah, ja. Der sagt, er steht vor der Tür hier. Aber kennst du diese Pool? Ja, ja. Glaubwürdigsten mit ihm zusammen. Ja, ich schwöre, ich will das. Das Einzige ist halt so, er macht TikTok. TikTok mache ich auch Spaß. Den glaube ich nicht. Ich glaube eher der alte Mann, Digga. Mit meinem kleinen Bruder auch ein paar Videos und so. Was war jetzt seine Intention, direkt hier hinzukommen und alles zu leaken? Oder hast du darüber schon mal auf TikTok geredet? Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich öffentlich drüber rede. Das weiß Nein, bitte nicht, Mann. Ich glaube, das wird jetzt auch viele überraschen. Als ob, Digga, das ist... Der macht TikTok. Bruder, bitte, Digga, das ist... Die TikToker, ich schwör auf meine Mutter, die veröffentlichen alles. Die fotografieren den Ausweis von deren Mutter für einen TikTok. Niemals, mein Bruder. Und dann geht er bei Naim und erzählt erstmal, dass er Multimillionär durch Lotto gewonnen ist. Niemals, Digga. Aber kein Multimillionär. Ich kann es euch erklären. Ich habe ja gesagt, meine Eltern haben im Lotto gewonnen. Und dadurch ist unsere Familie, sage ich mal, Multimillionär. Soll ich mal die Story sagen? Es war vor 10 Jahren, haben meine Eltern im Lotto gewonnen. Die haben den Jackpot geknackt und es waren 90 Millionen. 90 Millionen haben die gewonnen? Genau. Die Kinder waren schon da und die haben sich überlegt, dass wir sich... Meine Oma damals, gell? Also sie ist ja Portugiese und sie versteht nicht so gut Deutsch, gell? Und die war hier in Deutschland so vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so, war sie hier, ne? Und da hat sie Lotto gespielt und sie hat so den Lottoschein ausgefüllt und so und sie hat diese 6 richtige oder sowas ausgefüllt. Mhm. Und dann, sie sitzt so zu Hause und so und sie guckt diese Ziehung und alle ihre Zahlen kamen dran, also sie hatte 6 richtige. Hart. Und sie hat einfach Lottoschein nicht abgegeben. Nein! Ja. Warte, wo ist dieser Lottoschein? Zu Hause! Niemals! Ich schwöre! Ich schwöre auf meine Mutter, du gibst mir morgen die Schlüssel. Warum? Ich gehe den suchen, ich gehe den jagen. Das zählt doch gar nicht, du kannst es doch faken. Nix faken, ich gehe dahin, ich sag hier, ich habe vor 30 Nein, Jahren Lotto gespielt. Nein, sie hat den Lottoschein nicht abgegeben, als sie das ausgefüllt hat. Ach so, ja, ah, boah, Digga. Und dann hat sie das einfach nicht abgegeben. Ach zur so, Digga, Walla. Sie hat ausgefüllt, sie ist nach Hause gegangen und dann hat sie die Lotto zu ihm gesehen, hat sich gefreut, hat gesagt, oh mein Gott, 6 richtige. Ach so. Aber wusstest du, dass mit 6 richtigen, dass du nur so am Ende nur 200.000 oder so bekommst? Nein, aber das war ein großer Gewinn. Nein, guck mal, du musst 6 richtige haben plus Superzahl. Weil wenn du die Superzahl nicht hast, dann von, sagen wir mal, der Jackpot ist 10 Millionen, okay? Aber du hast nur 6 richtige, dann kriegst du nur 300.000 oder 400.000. Ja, keine Ahnung. Ist auch übertrieben viel, es ist todesgroßer Gewinn. Meine Oma und mein Opa, die haben ja, keine Ahnung. Ja, das ist trotzdem todesgroßer. Die achten ja auf jeden Cent und so, weißt du? Ich habe das von abbekommen. Wie viel hast du? Ich habe 5 Millionen bekommen. Also unsere Kinder wurden auf 5 Millionen aufgeteilt. Wann war das? Wann? Das war 2011, als sie im Lotto gewonnen haben. Welche Lotto haben die gespielt? Also ich kann dir mal sagen, mein Vater hat alle 2 Wochen Lotto gespielt. Er hat immer die gleichen Zahlen benutzt, immer unsere Tage der Geburtstage. Er hat immer 2 Wochen jedes Mal durch und bis dann klappt. Die Frage ist jetzt... Die Tage seiner Geburtstage. Weißt du, was das Problem ist? Ist auch sehr unwahrscheinlich, weil Lottozahlen gehen bis wie viel, Chat? 46? Ich habe keine Ahnung davon. Ah, bis wie viel gehen die Lottozahlen? Kann einer mir das reinschreiben? 49 sogar. Und ein Geburtstag geht nur bis höchstens 30. Das heißt, er lässt immer 19 Zahlen, die er gar nicht mitnimmt. Das habe ich echt nicht verstanden, aber ich glaube dir. Das ist ein bisschen... Ich weiß es nicht. 90 Millionen hat er gewonnen. Ja. Sowas wäre schon locker im Zeitung, Fernseher, überall. Das ist das, das kann ich ja sagen. Man kann. Wie viele Kinder hat er? Hat er 6 Kinder? Nämlich sagen, ob das öffentlich gemacht werden soll oder nicht, aus Sicherheitsgründen. Bei uns wurde es tatsächlich nicht in der Zeitung, nicht regional, nicht online, gar nicht. Also ist hier gerade Premiere quasi. Das ist jetzt Premiere. Das ist hier gerade Premiere sozusagen, genau. Oder wie? Das heißt, heute alle Frauen schreiben. Heute weiß jetzt jeder. Also klar, ja, im Kleinkreis, bei Freunden. Schreib dich gleich an. Freundeskreis und Familienkreis wissen es die Leute. Die sehen das ja, dass unser Lebensstandard sich ändert. Aber tatsächlich, Leute, die, sage ich mal, weiter entfernt sind als meine besten Freunde und Familie zweiten Grades, wissen nichts davon. Was hast du jetzt mit dem Geld gemacht? Mit den 5 Millionen? Also meine Eltern, für die war es wichtig, dass wir trotzdem schulisch gut abschneiden und eine Ausbildung oder ähnliches abschließen. Ja. Immer die Leute, die da sind und irgendwas dort das erste Mal sagen, lügen. Das ist immer. Das ist genau wie guck bei mal, diesem dieses Outing, gell? Ja. Das ist, hier, Digga, so. Ich sag das erste Mal und so. Nein, diese Leute sind das nie. Ich sagte, der alte Opa oder dieser 18-Jährige. Weil guck mal, du musst ja auch so ein bisschen aufs Äußerliche achten. So. Der hat diese Surferboy gemacht und so. Aber guck mal, es ist gar kein Uhr, gar kein Nichts, kein... Ja, aber zu groß. Guck mal, warte mal. Wir reden nicht über... Und alle anderen kannst du eh wegschmeißen. Der Typ, der 10.000 Euro mit seinem Kiosk an einem Tag macht, der andere, der 48 Wohnungen für 1 Million kauft.
alles Palaver. Wenn das wahr ist, gell, ich gehe direkt jede Zwangsversteigerung und ich nehme 1 Million Kredit, ich kaufe 48 Wohnungen. Ich verkaufe alles, ich verkaufe alles, ich kaufe mir 48 Wohnungen. Ich gehe Bank, ich sage, ich blase auch, gib mir 1 Million. Ich kaufe 48 Wohnungen, ich sage, in 2 Jahren habt ihr, ich gebe euch 10 Millionen zurück. Das kann nicht wahr sein. Das geht gar nicht. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, habe ganz normal gelebt. Ich habe nicht einen auf irgendwie reich getan, habe irgendwie dahin alles geköpft, Flaschen geköpft oder sowas, gar nicht. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ich habe ganz, das sage ich dir gleich, ich habe ganz meine Ausbildung abgeschlossen. Also es ist gewonnenes Geld und man kann ja ehrlich sein, wenn einer von diesem Lebensstandard direkt auf so ein Geld kommt, kann das direkt schief gehen. Ich habe mir viele Artikel über Leute angeschaut, die im Lotto gewonnen haben, nachdem das passiert ist, wie die, sage ich mal, deren Geld investiert haben oder was weiß ich. Und ich bin 90% auf Fälle gestoßen, wo Leute einfach ihr ganzes Geld verloren haben. Und das war auch bei meinen Eltern der Fall, dass die Angst vor sowas hatten, weswegen die uns dann Sparkonten aufgemacht haben, dass wirklich, wenigstens wir sind 3 Kinder, dass diese 15 Millionen sicher sind, egal was passiert. Was hast du jetzt speziell mit den 15 Millionen gemacht? Genau, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen letztes Jahr, habe bis dahin normal gelebt, bin letzte Woche zurückgekommen aus Mallorca, bin also ganzes Jahr lang drüber nur gereist. Ich habe nur, sag ich mal, Urlaub gemacht, ich war zwischendurch in Deutschland und aber sonst bin ich die ganze Zeit... Du hast gar nicht so irgendwie den Gedanken, das Geld irgendwie doch, zu vermehren. Doch, ich habe bei uns im Dorf, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, bei uns im Landkreis habe ich eine Wohnung gekauft und in Hamburg an der Alster. Bar gekauft? Bar gekauft, überwiesen, direkt. Also kein Kredit aufgenommen. Wie viel? Direkt, das Geld habe ich ja auf dem Sparkonto, habe ich direkt gekauft. In Hamburg habe ich da jemanden zur Miete. Bar gekauft? Wollte ich gerade sagen. Vorbei, komplett reingekackt. Bar gekauft. Der hat diesen Geld auf der Hand genommen. Der geht zur Bank. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte gern 1,2 Millionen in Bar. Walesh, Wolf, Koran, der denkt, wir sind ein Ding. Wohnen lassen und das Geld habe ich ja auf dem Sparkonto. Bar gekauft, überwiesen, direkt. Also kein Kredit aufgenommen, direkt. Das Geld habe ich ja auf dem Sparkonto, habe ich direkt gekauft. In Hamburg habe ich da jemanden zur Miete wohnen lassen und hier bei mir privat ist die Wohnung für mich. Über Sparkonto bezahlen geht gar nicht, Bruder. Nein, also das Sparkonto wurde ja aufgelöst. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, wenn 5 Millionen hast, da schaust du doch, ich investiere hier ein bisschen da, ein bisschen Krypto, Aktien. Safe. Weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du 5 Millionen auf dem Konto liegen lässt. Nein, guck mal, 5 Millionen kannst du gar nicht auf dem Konto liegen lassen. Kannst du, macht aber niemand, weil guck mal, Chat, ich sag euch zwei Sachen. Pass auf, es gibt zwei Sachen, warum Millionäre ihr Geld niemals auf dem Konto lassen. Und vielleicht ist der ein oder andere Millionär hier gerade drinne und lässt gleich eine 20er-Sub-Bombe. Passt auf. Der erste Punkt, warum Millionäre ihr Geld niemals auf dem Konto lassen, ist, wenn die Bank pleite gehen sollte. Und es gab schon oft, denk nicht, eine Bank kann nicht pleite gehen. Es gab schon oft, wenn eine Bank pleite geht, haftet die Bank nur für 100.000 Euro auf deinem Konto. Alles, was mehr als 100.000 Euro auf deinem Konto liegt, haftet die Bank nicht. Das ist bei jeder Bank so. Okay. Wenn du mehr als 100.000 Euro auf deinem Konto hast, sagen wir, du hast 5 Millionen, wenn eine Wirtschaftskrise eintreten sollte, safe die Bank dir nur 100.000. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Jetzt gibt es einen Begriff, der heißt Negativzins. Wenn du mehr als ungefähr 150.000 Euro auf deinem Konto hast, dann tritt ein Negativzins auf. Und je höher deine Summe auf deinem Konto ist, desto höher ist dieser Negativzins. Also desto mehr wird, sagen wir mal, 2% von 100.000 sind 2.000. Aber 2% von 5 Millionen, das ist, ich kann es jetzt schon, keine Ahnung, wie viel. Ich glaube, 2% von 5 Millionen, 100.000? Ich bin da raus. Ich weiß es nicht. Ihr müsst mir helfen. Mathematik? Ich weiß es nicht. 100.000? Das wird automatisch abgezogen, das behält die Bank ein. Das ist der Negativzins, den die Bank immer, immer, immer wieder einbezieht. So. Und darum, ein Millionär, könnt ihr euch sicher sein, der kauft sich Aktien, der kauft sich Kryptos, der investiert wieder in Immobilien, der eröffnet Läden, das Geld muss laufen, weil Geld macht Geld. Verstehst du? Wenn Geld liegt, schläft es ein und verschwindet. Geld, wenn du Geld besitzt, dann muss das laufen, dann muss das laufen. Es muss immer in Bewegung sein. Was denkst du jetzt zum Beispiel? Warum kauft Facebook ein Instagram und ein WhatsApp? Das Geld ist in Bewegung. Du hast steuerliche Ausgaben, du hast das Geld ist in Bewegung. Weil wenn es nur liegen bleibt, verschwindet es. Und das ist ein sehr, sehr, sehr dummer Punkt. Das glaube ich nicht, dass er 5 Millionen einfach nur auf Konto lässt und das nicht anfasst. Das geht gar nicht. Was mich auch interessiert, wenn er doch Wohnungen gekauft hat, ob seine Geschwister das auch gemacht haben. Ja, aber guck mal, mit 5 Millionen, ich sag dir ehrlich, sehr unglaubwürdig. Mhm. Weil wenn wir jetzt dem anderen Beispiel glauben würden, mit 1 Million, dass er sich 48 Wohnungen kauft, sehr unglaubwürdig. Für mich, wenn ich jetzt heute verkacke, Dreddys, ich nehm's auf meinen Nacken. Alles gut. Aber ich glaub das einfach nicht.
Das ist für mich zu viel Warwar. Sowieso auch mit Lotto und so, bla bla bla. Schwierig, ja. Auch, dass er TikToker ist und so. Muss man nicht auch von seinem Lottogewinn was abgeben? Passt auf. Sehr gut, dass du fragst. Ein Lottogewinn ist nur im ersten Jahr steuerfrei. Dann fällt die Gewinnsteuer weg. Im ich ersten Jahr. Ja, da fällt die Gewinnsteuer weg. Aber sobald du dein Lottogewinn länger liegen lässt, ja, fällt da genau drauf nochmal eine Steuer an. Richtig. Verstehst du? Und dann zahlst du auf deinen Lottogewinn. Lass mich nicht lügen, aber das sind auf jeden Fall viele Prozente, ja, ja, zweistellige Prozente. Wir reden von 30% mindestens, mhm, was du auf deinen Lottogewinn zahlen musst. Und der hat ja auch schon gesagt, der hat das, wann haben die beim Lotto vor gewonnen? 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Ja, nie das mal kann nicht sein, Bruder. Das kann nicht sein. Das erste Jahr ist frei, das ist da entfällt die Gewinnsteuer, genau, da bist du entfällt die. Aber danach, das glaube ich sogar Spitzensteuersatz ist schon ab 245.000 Euro im Jahr. Da ist schon der Spitzensteuersatz. Ey, ihr pusht mich einfach voll. Junge, Walla, ich bin einfach Wolf of Wall Street, ich schwör auf meine Mutter. Könnt ihr mich mal loben, Digga, was für Finanzwissen ich gerade hab, Digga? Ich liebe Finanz, ey, Big Short, Digga, ich bin der Typ, Digga. Niemals lässt man 5 Millionen auf dem Konto liegen. Niemals. 5 Millionen auf dem Konto? Das ist doch bös gefährlich, 5 Millionen auf dem Konto liegen zu lassen. Dankeschön, Nahim. Ich würde jetzt sagen, also Dankeschön, für Nahim. Mich persönlich. Dankeschön, Nahim. Dankeschön. Und guck mal, Chat, auch wenn ihr so Firmen seht, wie zum Beispiel Google, wie zum Beispiel YouTube, wie Amazon, wie Adidas oder sonst was, denkt ihr, die haben ihre Firmensitz in Amerika? Oder was? Denkt ihr das? In einem steuerfreien Land. Richtig. Die haben alle ihre GmbHs in Irland, weil steuerfrei ist da als GmbH. Ja. Da können die ihr Geld nicht verlieren. Diese Nike und so weiter, die haben auf kleinen Inseln ihre Steuersitze. Genau, weil die Banken, Jani, Chat, kein Millionär lässt sein Geld einfach da bei Sparkasse, hier behaltet mal meine 10 Millionen und passt da drauf auf. Niemals. Überall. Das glaube ich ihm niemals, Digga. Persönlich in Rechts, mit gerade mit dieser Steuerregelung. Sind wir uns einig, sagen wir alle Kiosk. Ja, ja, ja. Kiosk raus, Bruder. Da musst du einmal bitte raus. Kiosk sowieso raus. Kiosk ist komplett. Guck mal, wie er auch schon lacht. Der hat auch schon davor gelacht. Kiosk ist raus. Guck mal, ich sag mal so, bei ihm, ja, ja, es ja könnte sein, er war mal Millionär und hat alles verzockt. Ich habe alles verkauft, ja genau. Also so viel ich das habe ich ja gesagt. Also Umsatzmillionär war ich ja schon vorher. Die Sache ist, er war mir, wenn er das nicht ist, gell, mhm, dann kann es nur der Typ sein, der sagt, ich habe mein Aventador hier vor der Tür geparkt. Sicher? Ja, weil alle anderen glaube ich gar nicht. Wer ihm glaube ich. Der engeren Auswahl. Also ich die denke, drei, was ich denke, also was die ist egal. Ich denke er, mhm, und dieser Typ, der sagt, ich habe mein Lambo vor der Tür der geparkt. Ja, der 18-Jährige. Er hat seriös geredet, er trägt eine Uhr, die 30.000, 40.000 Euro wert ist. Er hat Klamotten, die keine Ahnung, 5.000 Euro wert sind und so. Und er sagt, mein Lambo ist vor der Tür. Ja, nee, dann teste ihn so, verstehst du? Ja, ja. Dann zeigt der Lambo, ja, hier, der steht vor der Tür so, weißt du? Der kann direkt sagen so. Wenn du jetzt lügen würdest, würdest du sagen, ich habe den zu Hause, ich bin mit Taxi gekommen oder mit Chauffeur oder mit sonst was. Aber du könntest ja trotzdem lügen. Wäre trotzdem, aber die anderen Geschichten sind für mich zu schwach. Ja, finde ich auch. Weil wenn du mir sagst, du hast 15 Millionen liegen lassen oder 90 Millionen liegen lassen, weißt du, was 90 Millionen, was der Staat dir wegnimmt? Ja. Das geht nicht. Das ist viel zu unglaubwürdig. Du hast die 10 Jahre lang liegen lassen. Das glaube ich niemals. Ja, Umsatzmillionär sind viele. Genau. Niemals. Aber das war ja nicht die Frage hier. Also ich habe es tatsächlich erst nach dem Verkauf für mich persönlich gehabt. Es waren ja insgesamt 3 Firmen eigentlich. Der wirkt schon seriös. Zeitarbeit. Das Einzige, was mich bei ihm stört, ist dieser Bierbart. Weil wenn du zu viel Krombacher gesoffen hast, dann wird dein Bart gelb. Das ist das Einzige. Ich muss auf seinen Fingernagel achten. Wenn die auch gelb sind, dann sind es Geschichten aus der Kneipe, Digga. Voilà. Nein, Digga, so ein Multimillionär, der haut sich nicht die Birne voll. Findet er sich eine Bierbrauerei? Nein, das ist so unglaubwürdig, ich weiß nicht, Digga. Eigentlich seine Geschichte ist schon so, aber sein äußeres Erscheinungsbild passt nicht dazu. Weißt du, wie er mir aussieht? Wie so ein Typ, der in der Kneipe ab und zu mal sitzt, aber auch, der ist so eine Leseratte, der mag so Bücher zu lesen. Der sitzt gerne mal vorm Kamin und trinkt ein Erdinger, Weißbier. Weißt du, wie der aussieht? Ja. Wie der Arbeitskollege von meinem Vater. Wala, richtig. Gell? Ja, ja, richtig. 1:1. Richtig. Und wir reden hier auch nicht von 1, 2 Millionen, Jani, wir reden von Multimillionär. Also Multi, unter Multi verstehe ich 3, 4, 5, 6 bis 10, 20 Millionen. Ich kann mir das nicht so bei dem vorstellen, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber seine Geschichte an sich ist die plausibelste.
Finde ich auch. So, verstehst du? Seine Geschichte finde ich krass. Das ist nur so rüber, weil er auch erwachsener ist. Aber das ist auch ein Punkt, warum ich denke, dass er es sein könnte. Weil er ist der Einzige aus dieser Truppe, der erwachsen ist. Verstehst du? Und alle anderen sind jung. Und man geht ja eher davon aus, dass jemand Multimillionär ist, der auch jahrelang schon gearbeitet hat. Ja, ja. Weil der eine, der erzählt, ja, ich habe einen Kiosk seit 3 Jahren. Ja, genau. Ich habe 8 Kiosks, 8 ja, Kiosks ja. seit 3 Jahren und ich bin jetzt Multimillionär. Ja. Das funktioniert gar nicht. Schwierig, ja. Finanzamt sagt erstmal, Assalamu alaikum, gib mir erstmal die Hälfte. Und guck mal, Chat, damit ihr das auch wisst, gell? Wenn ihr in Deutschland 1 Million auf dem Konto haben wollt, dann müsst ihr 2 Millionen verdienen. Weil ihr zahlt den Spitzensteuersatz von 45%. Dann kommen Reichensteuer dazu. Dann kommt Negativzins dazu. Ja. Dann kommt alles dazu. Das heißt, ihr müsst mindestens 2 Millionen verdienen, um 1 Million überhaupt zu haben. Und wenn du Multimillionär bist, musst du, sagen wir mal, wir reden von 5 Millionen, musst du 10 verdienen, um überhaupt 5 zu besitzen. Ja. Und wie willst du das dann in 3 Jahren machen mit 8 Kiosks? Das funktioniert gar nicht. Wie willst du denn 10 Millionen umsetzen? Das geht gar nicht, Bruder. Ist doch nicht Mercedes, Bruder. Das ist innovative Personaldienstleistung. Nicht. Und dann war es die It's Time to Work in Nordhorn. 300 Leute, etwas mehr. Wen kicken wir als nächstes raus? Warte, eine Frage habe ich noch. Was hast du noch vor zu machen so? Eigentlich will ich chillen. Mit 55 hast du ja vielleicht jetzt nicht mehr so den großen Drive, nochmal einen riesen Ritt zu machen. Also das ist ja genau der Grund, warum ich es auch verkauft habe. Also Leben genießen, wa? So. Werd auch TikToker. Quatsch machen. Bruder, ey, ich sag euch jetzt wirklich ehrlich. Lass direkt 2 rauskicken. Nein, chill mal. Wie hast du deine Million geknackt? Guck mal, der. Gesagt hat sich. Digga, der sagt, der hat für 1 Million 48 Häuser gekauft. Ah, das ist der, okay. 48 Wohnungen, es tut mir leid. Ja. Bruder, es geht nicht. Es geht nicht. Googelt alle mal, was ein Haus kostet, bitte. Googelt mal. Er sagt, er hat 48 Wohnungen für 1 Million gekauft. Ich küsse eure Herzen. Wenn das wahr ist, Bruder. Digga, das ist, wir leben. Aber wie kommt er dann auf diese Zahl? Ich weiß nicht. Miki, so. Keine Ahnung. Ich habe ja die 32 Wohnungen vermietet. Ich habe ja gesagt, dass ich dann von meinem ehemals besten Freund den Subway-Laden übernommen habe in Oldenburg im Bahnhof. Und dann bin ich als Gesellschafter bei den 2 Clubs eingestiegen. Aber ich hänge immer noch auch an diesen Prozentzahlen. So, weißt du, als ich das vorhin gefragt habe, ne? kam das erst später, weißt du. Deswegen, mein Eindruck ist... Hätte er jetzt 42 gesagt, dann hätte der andere sich vielleicht versprochen und hat gesagt, ja, 42. Das wäre dann obwohl, 144. Genau. Obwohl Naim 45 gesagt hätte, aber hätte Giat jetzt 42 gesagt, vielleicht hätte er den aus dem Schwanken gebracht und hätte gesagt, ja, ich habe aber diese 42%. Ja. Dann hätten wir ihn so gemacht direkt, aber ich glaube eh nicht, dass das ist. Auf jeden Fall, dass wir das rauswählen, oder? Sind wir uns einig? Ja, safe. Raus. Einmal bitte raus. Raus, 48 Wohnungen für 1 Million. Wenn du 100 Euro bekommst, gibst du mir Geld? Nein, Millionär, ich brauche die 500 nicht. Gute Antwort. Ich wollte gucken. Aber guck mal, die sind ja nur da, um diese 500 zu gewinnen. Wenn er lügt. Verstehst du? Ja. Ja. Gucken. Okay, warte, stell dir mal eine Frage. Okay? Also ich bin mir nicht sicher. Ich schwanke zwischen diesem alten Opa und zwischen ihm. Okay, den Lotto-Typ glaube ich eh nicht. Kein Wort. Wenn du jetzt Millionär bist, du musst dir richtig vorstellen, du bist wirklich Multimillionär. Du bist jetzt in deinem Kopf, du bist Multimillionär. Du gehst jetzt dahin und es geht um 500 Euro, wenn du es wirklich schaffst, zu überzeugen. Natürlich. Nimmst du diese 500 Euro an? Nein, natürlich. Du guckst auf deinem Konto, du siehst, keine Ahnung, 10 Millionen. Und du weißt, jeder andere im Raum hier hat 80 Euro auf Konto. Nimmst du diese 500 an? Niemals. Also ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich die annehmen würde. Ich würde jedem 500 Euro geben. Ich schwör's dir, eigentlich so. Ehrlich jetzt, oder? So, aber jetzt dreh den Spieß um. Denkst du, du bist jetzt der Blender, du lügst, gell? Du erzählst eine Lügengeschichte. Du gehst dahin und sagst, ich will die 500 Euro eh nicht am Ende. Ja, stimmt. Ach, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Reaktion. Aber man nimmt doch jedes Geld mit. Könnte ich lieber spenden. Also ich habe es jetzt nicht nötig. Okay, was machst du mit 500 Euro? Nur weil ich jetzt Geld habe, sag ich mal, schmeiße ich die 500 Euro nicht weg. Geh mal weg, bitte. Nein. Geh mal weg. Wala, wo sind die Wellen, Jani? Mach mal den weg, bitte. Steig mal auf dein Surfboard, Bruder, und surf mal Richtung Sonnenuntergang, bitte. Schwör auf meine Mutter, Digga. Alter, was redest du denn hier noch? Geh mal bitte. 90 Millionen, 10 Jahre auf Konto und Finanzamt. Bleib bitte, bitte. Ich will meinen kleinen Bruder hier auf dem Rückweg oder so was kaufen. Oder ich gebe ihm die ganz. Aber du hast ja gesagt, jeder von euch bekommt 5 Millionen. Das heißt, der hat auch 5 Millionen. Genau, aber ist ja, also man sieht ja, wie alt er ist. Und ich habe ja auch erwähnt, entweder ab 18 oder wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. Geh mal bitte zur Seite, Cousin. Das heißt,
Er hat die, aber auch irgendwo nicht. Warte, ich würd, lass erstmal den fragen, den wir jetzt erst noch auswählen würden. Deswegen würde ich sagen, in der Mitte. Nein, nicht den in der Mitte. Weil gleich habe ich spezielle Fragen, dann stellen wir Lambo-Fragen. Was fährst du für ein Auto? Einen Rock'n'Roll 7er. Rock'n'Roll, was? Ja, so in den alten, richtig geilen 7er BMW. Also das ist der geilste 7er, den es jemals gab übrigens. Alles klar. Also mein Bock. Für würde jetzt sagen, in der Mitte raus. Ich würde sagen, der macht auf jeden Fall. Der hat gut Geld gemacht. Macht deswegen will ich den nicht raus. Ich glaube nicht Millionär. Auch Umsatzmillionär, glaube ich auch. Also Digga. Ich würde jetzt sagen, Mitte würde ich ja. Jetzt sagen. Oder? Ja, ne? Ja. Ja. Sind wir uns einig? Ja. Okay, dann Mitte einmal bitte. Schwer, Digga. Boah, ich hätte den in der Mitte echt noch drinnen gelassen. Also den alten Mann. Schwer, Digga. Wir müssen auch Risiko machen. Ja, also wenn der in der Mitte raus ist, dann ist es der, mit dann ist es der 100% mit dem Lambo vor der Tür. Ja. Dieser Server, bitte nimm dein Surfboard und geh, mein Bruder. Das ist doch nicht, das ist nicht disrespectful. Es geht doch nur um die Geschichte jetzt hier. Ja, aber verstehst du? Ja, so, keine Ahnung, Digga. Ihr seid ja beides Lambo-Besitzer. Ich bin Lambo-Sitzer, ja. Wie viel PS? Lambo-Sitzer. Ja, du bist höchstens Sitz im Lambo. Tanta Lambo. Der 740 PS. Das kam rausgeschossen. Hast du in bar gekauft? Also ich habe in bar gezahlt. Ich habe direkt überwiesen, genau. Aber was mir jetzt gerade auffällt, ich erinnere mich zurück, wo wir gefragt haben, was hast du mit dem Geld gemacht? Und da war der Lambo nicht in deiner Auflistung. Guck bitte. Nein. Bitte. Guck mal, dieser Blick. Oh. Das stimmt, das habe ich tatsächlich nicht erwähnt. Wir haben ja nicht gefragt. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ey, Chat, wenn ihr mir nächstes Mal subgiftet, bitte überweist mir alles bar, okay? Ich küsse eure Augen. Ob der ein Auto hat? Als die Frage kam, habe ich es beantwortet. Aber er hat gesagt, er war reisen. Man kann nicht bar überweisen. Ja, vielleicht sagt er. Das gibt's nicht, Mann. Das sagen Leute, die gar keine Ahnung haben. Die haben noch nie einen Kontoauszug gezogen. Wie willst du denn bar überweisen? Bar ist was komplett andere Geschichte und überweisen ist was komplett andere Geschichte. So wie ich dir sage, überweist mir deinen Kontoauszug. Was ist denn das, Digga? Deiner hat auch ein Special von dem war jetzt. Aber schon gut Tops genommen. Wie viel PS hat der? 740. Auch 740. V12. Hast du den bar gekauft? Bar, genau. Nicht finanziert? Auch bar, Digga. Das ist lost, Digga. Nee, warum? Weil ich ja viel flexibler bin. Wenn ich den verkaufen möchte, kann ich den auch verkaufen, aber ist auch wertstabil. Ah, okay, in dem Level ist bestimmt wertstabil. Ne? Kann ich erklären, was du meinst? Du sagst, man sollte es nicht vielleicht direkt kaufen und so. Lambo ist wertstabil, man fährt keine, sage ich mal, 100.000 Kilometer damit. Das Auto ist eigentlich, wenn man es kauft, danach so gut wie genauso gleich wert. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, aber ein Lambo verliert jetzt. Alter, wenn ich ein Jury wäre, gell? Ich sag, dann zeig mir deinen Schlüssel, der ist ein haram. Zeig mal. Nicht unbedingt ein Wert. Wenn ich jetzt damit ein, zwei Jahre rumfahre, 5.000 bis 10.000 Kilometer mitmache. Der zeigt auf viel Kurs. Tankwalle. Tankwalle. Der andere sagt, ey, ich habe mein Geld in meine 48 Wohnung gesteckt. Das ist eigentlich fast so wie vorher wert. Ich weiß, diese Finale gerade. Ich bin verwirrt. Ich auch. Sogar Mariam ist verwirrt. Welche Habak? Habaks. Weiß auch nicht, welche Habak. Ich weiß nicht, welche Brand. Wer kauft denn Habak? Also kein Millionär, ne? Du weißt nicht, welche Habak? Aber Bruder, was hat das jetzt mit Millionen zu tun? Was habt ihr so für Erfahrungen mit dem Lambo gemacht? Wie ist so die Reaktion der Leute? Das ist ein schönes Auto, fährt sich gut, aber Langstrecken auf keinen Fall. Ich meine, so, was habt ihr für Feedback bekommen auf der Straße so von anderen Menschen? Frauen mögen's, ne? Ja. Lieben's. Digga, passt auf, Chat. Wenn es dieser Typ ist, gell, ich gifte 50 Subs. Wenn es der ist, ich 100% der labert Scheiße. 100% der labert Scheiße. Ja, ich glaub dem auch nicht. Der labert Scheiße. Entweder das ist so ein Arroganter, Digga, oder er labert einfach nur Mist, Digga. Also alles positiv eigentlich so, ne? Eigentlich alles positiv. Das hat diese 500 Euro gehalten, weil jeder, also jeden Lambo-Fahrer, den ich kenne, der sagt, es kriegt mindestens ein kleiner Schwein. Also alle in meinem Umkreis, die jetzt von dem Auto wissen, gönnen mir und sagen, das ist ein Baba-Auto. Nein, was hast du für Erfahrungen gemacht? Also Feedback der Leute? Also da hast du auf jeden Fall recht, das ist jetzt nicht so ein Frauenmagnet, wie das viele sagen. Natürlich bekommt man auch neidische Blicke, das guck mal, viel bei seriöser. Jeder dreht sich halt um, aber vom Getriebe kann ich sagen, dass ich es komplett anders fährt als jedes andere Auto da draußen. Also es fährt sich gefühlt wie ein Smart, du merkst es richtig, wenn du schaltest. Ja, ist das, brauchen wir gar nicht drüber reden. Allein dieses, das sagen nämlich immer Leute, die kein teures Auto haben, sagen nämlich Frauenmagnet und ja, so. Was genau, ist nicht ja. So? Ey, er sagt nur positives Feedback, Quatsch, das ist so Quatsch. Das ist nicht nur positives Feedback. Ich kann noch Feedback. Was dazu sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass Frauen Magnete sind, das Auto. Ich hatte auch ohne das Auto vorher Frauen. Also, ja, Digga, beruhig dich mal. Also ich sag jetzt nicht, dass...
Es ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Asahbi, geh doch nach Hause, da wo du am besten schläfst. Ich durch dieses Auto eine Frau habe, ist auch so, oder? Das ist Quatsch. Also ich bin mir sehr, also sehr sicher. Brauchst du die 500 Euro? Wie bitte? Brauchst du die 500 Euro? Ich brauche die 500 Euro nicht, nein. Also wäre auch nicht schlimm, wenn du dich hinsetzt, ne? Nö, wäre nicht schlimm. Okay. Dann wissen wir schon, wer. Also was sagt ihr? Was sagst du? Tipp auf den Inder, ich bin Bollywood-Fan, Bruder. Ich auch, übertrieben. Was sagst du? Safe der. Wer? Safe. Sink. Der Linke, ne? Ja, ja. Sagen wir links, loggen wir links, da musst du ja, einmal safe, mit raus. Digga. Okay, jetzt sollen alle Kandidaten einmal reinkommen. Ja. Dann machen wir die Auflösung. Bin gespannt jetzt, Digga. Okay, warte. Ja, warte, chill. Okay, wen loggen wir ein? Wir loggen den Asken ein. Safe. Guck mal. Also, ich muss jetzt nochmal zusammenfassen. Mhm. Die Folge, ja? Ja. Warte, und die alle sieht. So. Fang mit Mickey TV an. Komm. Hier, aha, für 1.000.000, aha, 48 Wohnungen. Ja. Bruder, wenn das nicht Paulanergarten ist, ich weiß auch nicht, okay? Mhm. Weg, direkt zur Seite. X. Jetzt hier, Jan. Jan, der Kurde, der einen Cousin hat, der heißt Günther. Er sagt, er macht, wirklich Wahrheit. Ehrlich? Ja. Er sagt, er macht am Tag 10.000 mit seinem Kiosk, an einem Kiosk und hat 8 Kiosk, okay? Er macht es circa seit 3, 4, 5 Jahren, so. Aha. Wie kannst du jetzt schon Multimillionär sein? Das funktioniert gar nicht. Mhm. Dann haben die den gefragt, ist die Jacke original? Sagt er, nein, die ist gefälscht. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, ich schwör auf Koran-Multimillionäre, die ja, tragen meistens. Du kaufst ja doch eine echte Jacke statt eine gefälschte. Richtig. Das ist eh Baywatch, müssen wir nicht drüber reden, okay? Bei ihm hier bin ich mir eigentlich ziemlich unsicher gewesen, weil seine Story war stabil. Nur sein Erscheinungsbild, ich weiß nicht, hätte das Hemd in die Hose gesteckt vielleicht so. Er sieht halt schon so aus wie jemand, der gerne mal, ja, Mama einen Deckel, schreibst du mir das zweite Becks auf. Vielleicht hat er viel Geld, aber Multimillionär eher nicht. Schwer, Digga. Also seine Story ist krass, aber sein äußeres Erscheinungsbild passt nicht zu jemand, der 10 Millionen auf dem Konto hat. Mhm. Das passt nicht. Und er war halt solide mit seiner Uhr. 40.000 Euro kostet die. Hat gesagt, hier, das ist die und die Uhr. Ja. Seine Schuhe sind teuer. Er sagt, hier, Lambo steht vor der Tür gerade, dies, das. Und er hat souverän geredet. Und ich glaube... Der hat auch, ich glaube, nicht eine einzige Sache gesagt, wo wir gesagt haben... Richtig. So normalerweise, wir sind ja schon skeptisch. Wir gehen ja auch skeptisch an die Sachen ran, so. Aber bei ihm waren wir uns eigentlich von Anfang an so, okay, so herzlich... Ja, wir nehmen den hier. Gut an. Das ist doch klar, Digga! Guter Lügner. War gut, ne? Wala, nein. Stimmt. Nur ich bin nicht der. Sondern? Ja, das ist ein Verwandtenkreis, die sowas gemacht haben und das, was ich gesagt habe. Millionäre durch 8 Kioske. Du musst bedenken, so ein Kiosk macht einen Umsatz von 6 Euro. Guck mal, das sind 8 Kioske. Umsatz ist egal. Ja. Du kannst 20 Millionen Umsatz machen. Aber guck mal, wenn du jetzt beispielsweise, du hast 1,2 Millionen Umsatz im Monat. Ich habe ja gesagt, über 4, 5 Jahre schon. Aber ich kenne so viele Leute. Krass, wenn das stimmt, aller Respekt, Digga. Wenn das stimmt, Respekt. Den Kiosk haben, oder, und dann so allein die Gewinnspanne ist so. Es kommt dran, wie du einkaufst und wie du verkaufst, ne? Hier. Stimmt. Das stimmt. Ja. Aber mit Millionär? Nein. Guck, aber die Story war wahr. Ja, krass. Siehst du? Krass, weil ja, ich habe gesagt, die Story stimmt. Genau, weil es hat sich sehr glaubwürdig angehört. Ja, der hat es so erzählt, als ob es die Wahrheit ist. Ja. Nur Millionär, nein, sagt er. Ja. Weil man sieht es so. Ich will jetzt niemanden vorverurteilen, aber man sieht, wenn du mich ansiehst, so weiß ich, bin Penner. So, verstehst du? Verstehst du? Man sieht einfach, du bist kein Millionär, Digga. Du kannst da nichts wegradieren, so. Verstehst du? Warum ist das Licht nicht aus? Nein, Spaß. Bleib mal da. Weißt du, was ich denke? Ja. Ja, machen wir. Du hast sie verloren, weil es die Berliner Flughäfen waren. Okay, krass. Heftig, ja? Krass. Das heißt, die Story war wahr, aber kein Millionär halt. Und bei dir?
Alles gelogen. Alles gelogen. Alles war gelogen. Alles gelogen. Also im Freundeskreis. Guck, der eine, wo, also Budget bitte, 48 Wohnungen für 1 Million, bitte. Heißt, ein Freund von mir hat durch einen Opa wirklich ein Grundstück geerbt und hat das Haus weggerissen und dann selbst gebaut und vermietet. Aber ich mache eine Ausbildung, ich bin Beatproduzent. Aber er hat gemerkt, an Körper. Digga, alleine die Story mit einer Wohnung, 48 Wohnungen, Digga, das muss ich nochmal unterschreiben, Digga, das war das größte Fake überhaupt, Digga. Ich hab noch nie von der Kamera geredet. Gute Nacht, Gaffi. Deine Story komplett real, ne? Ausgedacht. Alles ausgedacht? Alles ausgedacht. Ja, normal, 90 Millionen, wohin? Ah, du siehst aus wie ein Millionär. Ja, ich sehe aus wie ein Millionär. Ey, der hat 90 Millionen gesagt und wir haben das trotzdem fast geglaubt. Auch ohne mit der Wimper zu zücken, so. Ja, also nochmal danke für die Einladung. Shoutout an Jamal, richtig geil. Und, ja. Eine Frage, was machst du jetzt mit der 500 Euro? Wir verteilen die am besten. Jihad, Baba-Typ, Digga. Ich bin Multimillionär. Und ja. Alright, dann würde ich sagen, ihr könnt euch das Geld abholen. Teilen wir das einmal auf, ne? Einmal 120 für dich. Einmal 120 für dich. Einmal 120 für dich. Einmal 120 für dich. Danke fürs Mitmachen, ne? Danke. Sehr korrekt. Wer mich verfolgen will, kann mich gerne auf Instagram folgen, also für junge Leute, die das hier anschauen. Und Junge, sei mal leise, Junge, schreib mir deinen Instagram-Namen nicht hin, am Ende schicke ich die Nudes, Digga, ich sag dir ehrlich. Frage stellt, wie kann ich suche derzeit kein Personal mehr, vielen Dank. Hey, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, YoungIceX und ansonsten richtig. Der sucht Trinkpartner, der Bruder. An der Stelle, denk dran, check die bitte unbedingt aus, alles von denen in der Beschreibung noch drin, ne? Wer nicht abonniert, soll Herpes bekommen. Check die Kandidaten aus, ganz wichtig, Freunde. Stella Rue, danke, dass du da warst. Ja. Ich küsse dein Auge. Darf ich mich noch kurz mit dem Chat? Natürlich, du kannst dich verabschieden. Ich küsse dein Herz. Weil ich war lange nicht mehr hier, Leute. Insta geht wieder, Baba. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ich war heute in der Küche und ich hab die Schranktür aufgemacht und die war, also die ist so in der Mitte von unserer Eingangstür quasi. Ich habe das richtig komisch erklärt. Also guck mal, unsere Tür ist hier, warte, hier, ja? Und hier haben wir so ein Regal und ich habe die Tür aufgemacht, das heißt, die Tür war hier, so, wie soll ich das erklären? Auf jeden Fall, ich bin dick dagegen gelaufen. Das hat Spaß. Also, ich mach Kamera groß. Ja. Okay, ja, danke, dass du hier warst. Ja. Das war die Story. Meine Nase tut seitdem weh, aber. Ihr könnt ja noch Tschüss sagen, lasst ein bisschen Liebe für Mr. LaRue hier im Chat.